Denke darüber nach, was ihr jetzt da macht. Ja, gut, das sprechen mich hin und wieder Leute an und sagen, ach, sind sie nicht, haben sie nicht. Und irgendwie kenne ich ihre Stimme, ich weiß gar nicht woher. Ich sage, ja, könnte das oder das sein. Ja. So gut, das passiert schon. Also den Ed Harris habe ich sehr oft gesprochen, Sam Neill sehr oft gesprochen. Habe einen Synchronpreis gekriegt für einen koreanischen Film, Old Boy, der schon sehr, sehr interessant und sehr gut ist, denke ich. Oder jetzt habe ich den Geoffrey Rush in King's Speech gesprochen, also diesen Pädagogen. Und das ist natürlich eine Riesensache gewesen und hat mächtig Spaß gemacht und ist ja auch durch den Erfolg des Films und Colin Firth und so ein richtig schöner, großer Film geworden, wie ich finde. Und da muss man dann natürlich, der hat da zum Beispiel eine Stelle, in der er also unglaublich schnell spricht. Und das muss ich dann richtig üben. Ich denke, es hat sich dann doch gut angehört. Und das macht schon riesig Spaß, weil man durch diese Leute außerordentlich viel lernt auch. Ich lerne für den Beruf und für das, was mich interessiert, eine Menge. Und das macht Spaß, ja. Vor Gefühlsausbrüchen habe ich keine Angst. Die suche ich geradezu. Und die, also jeder, weiß ich nicht, Ed Harris zum Beispiel, der History of Violence oder so oder andere Filme, man kann darauf warten, dass er die ganze Zeit unglaublich ruhig wird. Und irgendwann schlägt er um sich und tobt raus. Und auf die Stellen warte ich, auf die freue ich mich geradezu, weil ich diese Art Ausbrüche, die so unterirdisch brodeln und dann erst losgehen, sehr, sehr mag. Wovor ich vielleicht Angst hätte, wären Gewaltszenen, die man ja dann vielleicht auch trotzdem oder trotz der Gewalt sich vielleicht 2-3 Mal angucken muss, weil sie eben schwer zu sprechen sind oder zu besprechen sind. Davor habe ich dann schon eine gewisse Scheu oder auch Furcht, ist zu viel gesagt. Aber das muss beim ersten Mal eigentlich weg, damit ich da nicht weiter dran rumpopeln muss. Das ist nicht schön. Also wir haben jetzt zum Beispiel heute eine Szene gehabt, in der einem Mann die Zehen amputiert werden müssen, weil sie erfroren sind. Und die haben natürlich überhaupt keine richtigen chirurgischen Instrumente und Bestecke. Und das geht einem dann schon sehr nahe. Jetzt geht es natürlich darum, dass man diese, das Wort mag ich nicht, Betroffenheit, aber dieses Angerührtsein von dem Vorgang eben nicht zu sehr mitspielt und nicht zu sehr mitleidet, weil ich denke, dass man dem Hörer auch die Möglichkeit geben muss, selbst seine Gedanken, seine Gefühle sich entwickeln zu lassen. Und das, finde ich, ist das Spannende bei Hörbüchern, diese Gratwanderung zu gehen, seine eigene Haltung natürlich zum Ausdruck zu bringen, auf der anderen Seite aber auch wieder mit ihr relativ sparsam umzugehen. Also nicht überzuinterpretieren und daran versuche ich zu arbeiten, ja. Wir machen zum Beispiel eine Serie, Navy CIS, der Gips, den ich da spreche, das ist auch einer, der mit Computern überhaupt nichts am Hut hat. Und das finde ich interessant, dass nun gerade mir das zugefallen ist, der ich völlig übereinstimme mit ihm und mit seiner Haltung. Ich habe keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Es kostet mich unheimlich viel Zeit und ich kenne mich, wenn so ein Computer irgendwann aussetzt und, wie es dann so schön heißt in eurer Sprache, abstürzt, dann könnte ich irre werden und dann wird alles das, was ich als Kind ausgelebt habe, Jähzorn und ich weiß nicht was, das wird alles wieder lebendig, ich könnte das Ding aus dem Fenster schmeißen. Und insofern habe ich kein Faxgerät, ich habe keinen Computer, ich habe keine E-Mail. Wir haben mühsam ein Handy. Ja, ich gehe jetzt in meine Denkhaltung und